So, Dennis Vesper ist da. Dennis, ja, ein Auto, wenn ich mich so umschaue, stell's mal vor. Ich denke, viele werden das überhaupt nicht kennen, außer den Insidern. Nein, das ist ein seltenes Auto. Also, es ist ein Nissan 100, ein Serienturnwagen mit einem 2-Liter Motor, 105 kW. Und Fahrwerk ist von HP Sporting, tschechische Firma. Und ich bin ganz zufrieden mit dem Fahrzeug. Es fährt gut durch, komme ja meistens an und bin, wie gesagt, zufrieden mit dem Fahrzeug. Also, ich sage jetzt mal, wie kommt man denn auf die Idee, ein solches Fahrzeug dann auch noch für Autocross vorzubereiten? Habe ich vorher nie gesehen. Ja, ich habe mal so ein Fahrzeug bei mir in der Werkstatt gehabt und bin das Probe gefahren und habe den Motor angeguckt, die Daten von dem Motor, das Drehzahlband, und habe festgestellt, dass es eigentlich ganz gut passen müsste. Und habe ich mich dafür entschieden. Und es passt ja auch ganz gut. Ich glaube, die Saison, kann man so sagen, ist sehr erfolgreich gelaufen, oder? Sehr erfolgreich. Wir liegen jetzt momentan vor dem Finale auf dem zweiten Platz noch, den ich auch halten werde, versuche zu halten. Mhm. Und wenn alles gut geht, müsste ich schaffen. Okay, abgelaufene Saison, kurzes Resümee. Was war gut, was war schlecht, was hast du vielleicht im nächsten Jahr vor? Viel Arbeit im Winter oder keine Ahnung? Die Pläne für nächstes Jahr habe ich noch gar nicht. Wird aber wahrscheinlich doch wieder so werden, dass ich nächstes Jahr mit demselben Fahrzeug wieder starten werde. Aber ich sag mal, du bist jetzt nicht mit der Marke Nissan verheiratet? Nein, bin ich eigentlich nicht verheiratet. Ich bin vorher VW gefahren, die VW Audi Gruppe, und hatte da Probleme bekommen, das geldmäßig, und die Teile für das Fahrzeug sind wesentlich günstiger zu bekommen, und habe mich dann deswegen für Nissan entschieden. Alles richtig gemacht, Dennis. Ich drück dir die Daumen fürs Finale und freue mich auf nächstes Jahr. Ne? Danke. Ciao.